lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay, der X-Wart hat's umgehauen. Was ist es diesmal? So. Wie ihr wünscht. Noch eine Höhle, zwei Höhlen sogar. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Hier drin ist eine Truhe. Wie wär's damit, Drecksbär? So, was hattet ihr denn dabei? Sprühende Farben. Konnten wir nicht kopieren. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Heiltränke. Zauber. Okay, den Leitfaden müssten wir erst identifizieren. Das müsste aber der Geschicklichkeitsleitfaden sein, der viel zu schwer ist. Ja? Ich will nicht, warum ist der so schwer? Wie ihr wünscht. Das ist eine komische Aufstellung, die wir da haben, dafür, dass wir da reingeklatscht sind. Oh, wie kann ich helfen? Den können wir aber allerdings bereits, so wie es aussieht. Ja, Schild kann ich schon. Gut. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ja, ein Aaskriecher. Lasst uns ordentlich verdreschen. Der hat viele Erfahrungspunkte gebracht, aber das war's auch schon. Hier drin ist sonst nichts mehr. Ich werde mich im Handumdrehen. So, dann kann ich hier lang gehen. Hier war keine Höhle, also das war eine Höhle, das war eine Höhle, das war eine Höhle. Hier ist keine Höhle, okay. Hier ist auch keine Höhle. Das heißt, wir gehen jetzt alle erstmal hier unten hin. Hallo, kommt ihr? Imoen. Ja? Wie ihr wünscht. Wie wäre es damit? Des lieben Geldes. So, noch ein Trupp Swarte. Ich liebe Blutvergießen. Und sie hat gar kein Schwert mehr. Okay, dann müssen wir das so machen. Wie kann ich? Wie ihr wünscht. Nee.
So, dann singen wir ein Bardenlied. So, wie ihr wünscht. Oh, Knolle. Lasst uns ordentlich verstutzen. Oder vielleicht frostigen Tod. So, wir laufen der Knoll hier. Gut. Geld, Geld. Ihr habt geläutet. Und ja, euch beide kann ich mal miteinander tauschen. Ihr braucht nur zu fragen. So, das heißt, hier unten unterhalb der Festung sind wir fertig. Jetzt geht's in die Festung rein. Wobei, wir können auch hier lang gehen. Ich finde es halt auch immer wieder lustig, dass eine Gnollfestung von zwei Halbogern bewacht wird. Fress brennende! Oder vielleicht frostigen Tod! Nur zu fragen. Steht eigentlich in der Beschreibung nochmal, was mein Bardenlied macht? Fähigkeiten. Attribute. Klasse. Ich hatte einen Vorteil von +1 auf Treffer und Schadenswürfe. Ja, genau. Verbündete halten einen Bonus von +2 auf Treffer und Schadenswürfe und einen Bonus von -1 auf ihre Rüstungsklasse. Was ziemlich krass ist, wie man sehen kann. Ups. Da wollte ich nicht hin. Und auf Hören wird das Ganze sogar +4 und -4 und immun gegen Furcht. Und ab 20 ist es immun gegen Furcht, Betäubung und Verwirrung. So, wie ihr wünscht. Also ja, manchmal ist es einfach wirklich besser, wenn ich nicht mitkämpfe, sondern einfach nur... Ich glaube, da gibt es keinen Weg rüber an diese Stelle, oder? Auch wenn diese Stelle begehbar wäre. Weil hier, von hier aus kommt man nicht hin. Und da sehen wir die Knollfestung über uns thronen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Also ja, von hier aus könnten wir nach Norden weiter. In das waldige Gebiet hier, aber da wollen wir ja nicht hin. Wir wollten eigentlich diese Gnollfestung hier erstmal uns angucken. Also hier ist Sackgasse. Wie gesagt, darüber kommen wir einfach nicht.
Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und sie hat auch ihren Dolch mittlerweile verloren. Bei ihr zerbricht gerade alles. Bin ich froh, dass ich für Gain den Flegel habe. Und dass Fernkampfwaffen, also Holzwaffen, nicht kaputt gehen können. Ich meine, sie kann nur Dolch und Langschwert, ja. Also ja, jetzt ab in die Gnoll-Festung. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, Badenlied wird gespielt. Wir können schon mal das Geld einsacken, was die Knolle droppen. Männer sind so armselig. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Thiel ist etwas überladen. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, selbst hier drin. Da kommt Gnold. Kommt Gnold. Töter auf einmal hinter uns. Ja? Wie? Ich werde mich in Hand umdrehen. Ja. Und tun. Okay, noch mehr Xwarte. Alles wegen des lieben Geldes. Halt. Worum geht es diesmal? Und klappt's? Jo, wir haben Blindheit gelernt. Ja? Wie ihr wünscht. Hi, da unten. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kann ich es auch töten. Nervt jemand anderen. So, machen wir die Treppe dicht, dass sie ihren Vorteil nicht nutzen können. Also ihre Übermacht. Und ihre Anzahl, sie sind ja nicht in der Übermacht. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Also ich muss ja so sagen, das Galgenlied ist schon ziemlich stark.
Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die Wegfindung jedoch ist nicht so der Renner. So, jetzt können wir nur hier hoch und hier die Haupttreppe hoch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hoch, weil hier hoch können wir seitlich rein. Vielleicht können wir sie dadurch überraschen.